hat er Gefühle für mich? Diese 11 Anzeichen verraten dir die Wahrheit. In diesem Video bekommst du 11 wissenschaftliche Anzeichen, an denen du garantiert erkennen kannst, ob ein Mann gerade in dich verliebt ist oder dabei ist, sich in dich zu verlieben, oder ob es nicht ist und vielleicht nur so tut und dir falsche Signale sendet. Wenn wir auf der Suche nach dem Seelenverwandten sind oder nach der großen Liebe, dann fragen wir uns sehr oft, hat dieser Mann wirklich Gefühle für mich? Ist er in mich verliebt? Empfindet er so wie ich? Und woran kann ich wirklich erkennen, dass er mich eigentlich mag und dass er wirklich Interesse hat? Und heute bringe ich dir wissenschaftliche Anzeichen, also wo du wirklich direkt über die Körpersprache, über sein Verhalten, über seinen Ausdruck wissen kannst, dass er dich liebt. Und warum wollen wir das wissen? Ganz einfach, wenn wir es an ihm ablesen können, müssen wir ihn nicht fragen. Und wir müssen uns auch nicht ständig Gedanken machen und Sorgen machen, uns den Kopf zerbrechen und seine Nachrichten analysieren, sondern du brauchst ihn nur treffen, ihn beobachten, insgeheim so mit deiner Liste abchecken, welche Zeichen zutreffen und die Sache ist erledigt. Und nur weil ein Mann dir regelmäßig schreibt, heißt das noch gar nichts. Vorsicht! Sehr oft deuten wir die Zeichen von Männern falsch. Es gibt Männer, die schreiben dir regelmäßig. Und dann gibt es die, die schreiben dir regelmäßig, hallo, wie geht's? Oder? Kennst du die? Hallo, wie geht's? Was machst du so? Kennen wir die Typen, die schreiben dir regelmäßig irgendwas und mehr ist da nicht. Und dann gibt es sogar Männer, die würden dir sagen, dass sie dich lieben. Ist es deshalb immer wahr? Nein, ist es nicht, denn eines kann ich dir sagen, es gibt einen bestimmten Typus Mann, also gerade so Player oder auch Narzissten, die sagen schnell mal zu einer Frau, dass sie sie lieben, nur um sie zu manipulieren. Mit diesen 11 Anzeichen kannst du also auch den Fängen der Narzissten entgehen, denn selbst der Narzisst kann seine Körpersprache nicht manipulieren und nicht beeinflussen, aber du kannst sie ab jetzt lesen. Und dann gibt es auch noch die schüchternen Männer, die sich nicht trauen, dir zu sagen, dass sie dich mögen oder dir regelmäßig zu schreiben. Und gerade bei denen ist es sehr gut, wenn du Körpersprache lesen kannst. Also lass uns beginnen. Das erste Zeichen, dass ein Mann für dich Gefühle hat, ist, seine Stimme wird tiefer. Wirklich. Das hast du vielleicht jetzt noch nie zuvor gehört und du wirst dich jetzt gerade wundern, was? Seine Stimme wird tiefer? Wirklich. 2010 hat man eine Studie durchgeführt. Man hat Männer darum gebeten, Sprachnachrichten aufzunehmen für unterschiedliche Menschen. Und jedes Mal, wenn sie die Sprachnachricht aufnehmen mussten, hat man ihnen zuerst das Foto vorgelegt. Und jetzt ist Folgendes Interessantes passiert. Umso attraktiver die Frau auf dem Foto war, beziehungsweise umso mehr Gefühle der Mann für die Frau hatte, die auf dem Foto war, wenn es jemand war, den er gekannt hat, wurde sofort seine Stimme tiefer. Männer machen ihre Stimme tiefer, wenn sie mit jemandem zusammen sind, in den sie verliebt sind. Faszinierend, nicht wahr? Also hör ganz gut hin, wie sich seine Stimme beginnt zu verändern, wenn er dir begegnet. Zweites Anzeichen, dass er wirklich Gefühle für dich hat, ist, sein Körper wird sofort aufrechter, wenn du in die Nähe kommst. Männer machen das komplett unbewusst. Wenn die Frau, in die sie verliebt sind oder für die sie Gefühle haben, in ihre Nähe kommt, dann setzen sie sich aufrechter hin. Das ist wirklich Brust raus, Bauch rein oder sie stellen sich aufrechter hin. Das ist total lustig zu beobachten. Mach das mal, wenn du abends unterwegs bist, vielleicht in einem Restaurant oder Bar und beobachte mal die Männer und Frauen beim Flirten. Du kannst es wirklich sofort sehen. Wenn die Frau auf ihn zukommt, die er attraktiv findet, die er toll findet, wird er sich sofort gerade hinstellen. Also, gut beobachten, wenn dein Traummann sich aufrichtet, wenn du den Raum betrittst, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Drittes Anzeichen, er hat schwitzige Handflächen. Warum schwitzen die Handflächen, wenn jemand verliebt ist? Ganz einfach. Wenn der Mann Gefühle für dich hat und er sieht dich, dann ist das natürlich aufregend. Und das produziert in seinem Körper Noradrenalin. Das heißt, er beginnt sich einfach aufgeregt zu fühlen. Das Herz klopft schneller und
Seine Hände beginnen zu schwitzen, denn das Noradrenalin ist dafür verantwortlich, dass der Körper beginnt bei Aufregung zu schwitzen. Und warum die Hände? Die Hände haben extrem viele Schweißdrüsen. Also die Hand hat so um die, ich glaube, 400 Schweißdrüsen auf einen Quadratzentimeter. Ich meine, das Einzige, wo man noch mehr hat, wäre auf den Füßen, aber seine Füße kannst du jetzt beim Daten nicht testen oder vielleicht schon dann später. Aber die Hände merkst du gleich. Also schwitzige Hände ist ein Zeichen dafür, dass er Gefühle für dich hat. Viertes Anzeichen, und das passt jetzt mit dem dritten ganz gut zusammen, ist Nervosität. Es ist normal, dass wir nervös werden, wenn wir jemanden treffen, den wir ganz besonders toll finden. Und wenn er Gefühle für dich hat, dann findet er dich einfach toll. Das heißt, er denkt schon die ganze Zeit über dich nach und ist schon, wow, die Frau ist so super und sie ist so attraktiv und sie ist so nett und sie ist so klug und sie ist so aufregend. Und er hat schon all diese Gedanken über dich. Und dann, das alleine macht ihn schon nervös, weil er dich einfach so super findet. Und dann kommt halt noch dazu, wenn wir andere Leute so toll finden, dann fühlen wir uns oft selbst so ein bisschen, ja, wir beobachten uns selbst. Oder wir sind dann so, okay, schaue ich gut genug aus und passt alles mit mir und so. Und dadurch werden wir ein wenig nervös. Und Nervosität erkennst du natürlich auch an den schwitzenden Händen. Aber auch daran, dass man zum Beispiel ein bisschen körpersprachlich unruhiger wird. Oder dass einem manchmal die Wörter nicht mehr einfallen. Das sind alles Anzeichen für Nervosität. Oder manchmal sagt man auch ganz komische Sachen, wenn man nervös ist. Kennst du das? Mir passiert das, wenn ich nervös bin, dann sage ich manchmal Sätze, wo ich mir dann nachher denke, so, was? Wieso? Gut, das ist aber ein gutes Zeichen. Das ist was Nettes und Schönes. Also er wird nervös. Das heißt, er hat Gefühle für dich. Fünftes Anzeichen, und das trifft vor allem auch bei schüchternen Männern zu. Also es trifft bei allen zu, aber gerade ein schüchterner Mann, das kannst du daran gut erkennen, dass er dich ständig ansieht aus der Distanz. Augenkontakt ist überhaupt ein Zeichen für Interesse und Gefühle, das ist schon klar. Und ein selbstbewusster Mann, der wird dir vielleicht tief in die Augen schauen oder immer wieder hinsehen. Und die Schüchternen trauen sich das nicht. Ein schüchterner Mann wird in deiner Nähe mehr wegsehen, beziehungsweise woanders hinsehen und nicht in deine Augen. Aber ein schüchterner Mann wird dich garantiert aus der Entfernung ansehen. Also, Beobachtung aus der Distanz heißt, dieser Mann ist in dich verliebt. Anzeichen Nummer 6, und wir bleiben jetzt noch beim Blick. Wenn ein Mann wirklich Gefühle für dich hat, dann wandert sein Blick von deinen Augen zu deinem Mund, zu deinen Augen, zu deinem Mund. Und du merkst, du kannst das beobachten, dass er immer wieder zum Mund sieht. Warum auch immer, nicht? Also das tun sie, wenn sie Gefühle für dich haben. Und das tun auch die Schüchternen, mit dem Unterschied dazu, die Schüchternen schauen dir dann nicht wieder in die Augen, sondern die schauen dir auf die Lippen und dann ein bisschen weg, schauen dir auf die Lippen und ein bisschen weg. Siebtes Anzeichen, er spiegelt dich. Spiegeln kennst du vielleicht schon, das ist, wenn man die Körperhaltung des anderen wirklich übernimmt, wirklich spiegelt sozusagen. Das heißt, du lehnst dich zurück, er lehnt sich zurück. Du greifst zum Glas, er greift zum Glas. Verliebte Menschen spiegeln einander automatisch. Aber auch gute Freunde, also Menschen, die sich sehr gerne mögen, wie gute Freunde zum Beispiel, oder oft sehen wir das auch bei Mutter und Kind zum Beispiel, die spiegeln einander. Das heißt einfach, dass da eine gute emotionale Basis ist. Und Verliebte tun das eben auch. Und das könntest du jetzt auch mal probieren, Menschen beobachten. Mach das mal, um einfach zu lernen, Signale besser zu beobachten. Setz dich hin und beobachte Menschen beim Vorbeigehen. Pärchen zum Beispiel. Du kannst anhand des Spiegelns wirklich sagen, ob ein Paar miteinander in Harmonie ist, ob die sich gut verstehen oder ob sie viele Konflikte haben. Paare, die sehr viel miteinander streiten, werden sehr oft gegensätzliche Körperhaltungen einnehmen. Und Paare, die sich richtig gut verstehen, werden sich ständig spiegeln. Anzeichen Nummer 8. Das ist etwas, was wir tun, wenn wir verliebt sind, was wir aber nicht tun sollten, wenn wir zum Beispiel Bühnenpräsentationen machen oder YouTube-Videos machen. Die sogenannte Putz- und Kratztechnik. So nennen wir das beim Vortragen. Die Putz- und Kratztechnik wäre, sich ständig zu richten. Ich meine, ich weiß schon, manchmal fahre ich mir recht oft durch die Haare. Das wäre zum Beispiel sowas. Oder sich dann... Das ist die Putz- und Kratztechnik. Wenn ein Mann das bei sich selber macht, sich das Hemd richtet und so ständig,
dann heißt es, dass er Gefühle für dich hat. Weil er einfach versucht, gut auszusehen, weil er einfach will, dass alles passt und weil wir das auch tun, wenn wir ein bisschen nervös oder aufgeregt sind. Und die Putz- und Kratztechnik kann man noch ausweiten, indem man das beim anderen macht. Das heißt, jetzt bei dir zum Beispiel etwas zu richten oder dir das Haar aus dem Gesicht so zu streifen, das wäre ein Zeichen dafür, dass er Gefühle für dich hat. Zeichen Nummer 9. Die Lippen. Wenn ein Mann verliebt ist, dann beginnt er, seine Lippen manchmal so zu kauen oder seine Lippen zusammenzupressen oder seine Lippen abzulecken zwischendurch. Das können sie nicht kontrollieren, das machen sie ganz automatisch. Beobachte das mal, sie machen etwas mit den Lippen. Das ist zum Beispiel ein ganz auffälliges Zeichen, das kaum jemand kennt und daher auch kaum jemand versucht, das zu kontrollieren oder zu verbergen. Anzeichen Nummer 10, dass er Gefühle für dich hat. Er findet ganz viele Möglichkeiten, um mit dir zu sprechen und um mit dir in Kontakt zu kommen. Wenn wir verliebt sind, suchen wir Kontakt. Logisch. Selbst der schüchterne Mann sucht irgendwie Kontakt zu dir. Das heißt, sie finden so Aufhänger. Sie finden irgendwelche komischen Themen oder Fragen, die sie dir stellen können. Irgendetwas nur, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Und Frauen deuten das manchmal falsch. Gerade wenn ein schüchterner Mann kommt und er stellt dir dann irgendeine Frage, sowas wie, ja, und wie ist das jetzt eigentlich so, wenn man in der Stadt wohnt? Und du denkst dir so, hey, was soll das jetzt? Was ist das für eine komische Frage und so? Es geht ihm ja nicht wirklich darum, eine Antwort darauf zu erhalten, sondern es geht ihm einfach darum, mit dir zu sprechen. Also achte darauf, denn das ist ein ganz typisches Zeichen. Und jetzt Anzeichen Nummer 11. Wenn der Gefühle für dich hat, dann hält er das Gespräch am Laufen. Und das ist jetzt der Unterschied zu dem Typ, der halt guten Morgen schreibt und sich dann nie wieder meldet oder der dann schreibt, hallo, wie geht's und sich nicht, das ist hier der krasse Unterschied. Der Typ, der schreibt, hallo, wie geht's und dann meldet er sich wieder 3 Tage nicht, das ist der, der dich warm haltet. Benching nennen wir das. Das kennst du aus einem meiner anderen Videos. Benching, so Warmhaltetechnik. Aber der Typ, der echt Gefühle für dich hat, der hält das Gespräch am Laufen. Der schreibt nicht einfach nur Guten Morgen und dann ist er weg für 3 Tage, sondern der schreibt Guten Morgen und dann antwortest du und dann schreibt er, und was hast du heute Schönes vor? Also er versucht wirklich Konversation zu machen. Und das sollte auch etwas sein, wo du wirklich Wert drauf legst. Lass dir nicht den Kopf verdrehen von diesen Typen, die dir alle 3 Tage schreiben, hallo, wie geht's? Vergiss das. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Männer, die auch wirklich Gespräche führen können. Weißt du, so richtige. Er schreibt was, du schreibst was, er schreibt was, du schreibst was. Das ist so eine richtige Kommunikation. Das sind die guten Männer und das sind auch die Männer, die echte Gefühle und echtes Interesse an dir haben. Und ich habe noch 3 Bonuszeichen für dich. Möchtest du die wissen? Nummer 1, Berührungen und Körperkontakt. Wenn wir verliebt sind, suchen wir automatisch den Kontakt. Das heißt, er wird dich so zufällig berühren. Er stoßt mal bei deiner Hand an oder deinem Bein. Oder ihr sitzt nebeneinander im Kino und plötzlich sitzt er etwas näher und nimmt zu dir Kontakt auf. Ich wünschte, ich hätte diese Sachen früher gewusst. Mir ist das passiert vor 15 Jahren, da war ich mal in jemanden verliebt und wir haben so an der Uni so zusammen gelernt und so und dann hat sein Bein unter dem Tisch mein Bein berührt. Ich war so aufgeregt. Das ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen. Ich habe nicht darauf reagiert und ich war auch viel zu schüchtern und unsicher und habe dann gar nichts gemacht, aber das war eigentlich klar. Also wenn er solche Dinge tut, dann sage ich dir, der hat Gefühle für dich. 2. Bonusanzeichen, er lehnt sich zu dir hin. Das heißt, er bewegt sich beim Gespräch körperlich mehr auf dich zu, weil er natürlich deine Nähe sucht. Gleichzeitig hat er seine Füße in deine Richtung und meistens auch das Becken. Das ist so körpersprachlich ein typisches Anzeichen bei Männern dafür, dass sie Interesse an jemanden haben. Füße, Becken und dann sich auch noch nach vor zu lehnen. Das ist auch was, was ich sehr gern beobachte, wenn ich so in so Gruppensituationen bin oder in einem Lokal und Menschen unterhalten, sich dann schaue ich mir gern an bei den Männern, wohin zeigen eigentlich ihre Füße und ihr Becken. Zeigt das wirklich zum Gesprächspartner oder eigentlich zu einer Frau, die da drüben am anderen Tisch sitzt? Kann ganz spannend sein. 3. Bonusanzeichen ist ein echtes Lächeln.
Und ein echtes Lächeln geht über das ganze Gesicht. Da lachen die Augen mit, da sieht man die Zähne, da bewegt sich wirklich viel im Gesicht. Und ein echtes Lächeln, ein echtes Lachen zeigt dir, dass dieser Mann wirkliche Gefühle für dich hat. Wenn das für dich hilfreich war, gib mir einen Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar, was du zu diesen ganzen Anzeichen denkst und dann probier es gleich aus und hab ganz viel Spaß beim Beobachten deines Traummannes.